Während wir im Rahmen der Marktfeldstrategien die generellen Stoßrichtungen für die weitere Entwicklung des Unternehmens oder des Leistungsangebotes festgelegt haben, dringen wir nun zum Kern des strategischen Marketings vor, nämlich der Entwicklung von dauerhaften Wettbewerbsvorteilsstrategien, die als Leitbild des strategischen Marketings zählen. Die hier dargestellte Abbildung soll Ihnen anzeigen, worum es eigentlich geht. Im Grunde genommen geht es darum, einen Kundenvorteil zu erlangen. Der Kundenvorteil ist dann gegeben, wenn ein Nachfrager aus einem Angebot einen Nutzen zieht, der höher ist als der Preis, der dafür bezahlt wurde. Bezeichnet wird das mit einem sogenannten Netto-Nutzen-Vorteil. Diesen Netto-Nutzen-Vorteil sehen Sie hier in dieser ersten Darstellung dargelegt. Der Nutzen des Angebots von A ist größer als als die dafür entstehenden Kosten beim Nachfrager. Ohne diesen Netto-Nutzen-Vorteil käme es eigentlich zu gar keiner Geschäftsbeziehung, weil Kunden ja im Wesentlichen auf ihren eigenen Nutzen bedacht sind. Die zweite Abbildung stellt nun den sogenannten Unique Selling Proposition dar. Wir haben hier wiederum den Nutzen für den Nachfrager und vergleichen das jetzt mit einem Wettbewerber. Das Angebot A wird durch die Konkurrenz ergänzt und man sieht hier im Sinne der Nutzendefinition, das ist der hellblaue Teil, dass der Nutzen des Angebots A im Vergleich zum Angebot K größer ist oder vom Kunden als solches wahrgenommen wird. Dann entsteht eine sogenannte Unique Selling Proposition oder ein USP. Die Unique Selling Proposition stellt zwar auch die Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen ab, wie Sie hier sehen, und deren Wahrnehmung durch die Kunden, lässt jedoch den Preis mehr oder weniger außer Acht. In der dritten Darstellung handelt es sich nun um sogenannte Value Proposition. Und hier sehen Sie ganz eindeutig, dass der Nutzen für den Kunden durch des Angebots A geringer ist als jener, der durch das Angebot K erlangt wird. Allerdings sind die Kosten für den Kunden, die hier dargestellt sind, ebenfalls oder jetzt höher als im Angebot A, sodass wir hier feststellen, dass das Angebot A zu K nicht nur eine Kostendifferenz aufweist, sondern zur Kostendifferenz hinzu noch eine Nutzendifferenz, die aus der zweiten Abbildung kommt. Das heißt, im Rahmen einer Value Proposition oder die Value Proposition wird auch als der Netto-Nutzen-Vorteil bezeichnet. Der ist insgesamt größer als jener beim Konkurrenten. Die Value Proposition stellt eine Weiterentwicklung des eben besprochenen USPs dar und bezieht die Wertschätzung, also den Value eines Angebotes, in die Überlegungen mit ein. Wie viel Nutzen bekommen beim Kunden bei Einsatz eines Euros bei unterschiedlichen Anbietern? Also man könnte es auf diese Formel runterbrechen. Die Differenz zwischen Anbietern wird deshalb als Netto-Nutzen-Differenz bezeichnet und die Begriffe Value Proposition und Netto-Nutzen-Differenz werden synonym verwendet. Last but not least kommen wir in der vierten Abteilung zur Zielsetzung, nämlich zum komparativen Konkurrenzvorteil. Hier sehen wir eingefügt die Kosten des Anbieters A. Alle anderen Darstellungen entsprechen der sogenannten Value Proposition.
Allerdings wird hier festgelegt, dass es einen Unterschied zur Ergebnismarge zwischen Anbieter A und Anbieter K kommt. Deshalb ist das Konzept des komparativen Konkurrenzvorteils auch so geartet, dass es die Anbietersicht und den Unternehmenserfolg mit einbezieht. Zielsetzung ist, potenzielle Kunden quantifizierbare Mehrwerte anzubieten und damit kaufrelevante Value Propositions aufzubauen, die preislich abgeschöpft werden können. Die Abschöpfung sollte dabei so erfolgen, dass eine positive Netto-Nutzendifferenz beim Kunden verbleibt und das Unternehmen einen zusätzlichen Gewinn erzielt. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Artikel Komparativer Kundenvorteil auf der Plattform, wo diese Logik und diese Folge nochmal genauer dargestellt ist. Eine zentrale Zielsetzung des strategischen Marketings ist also die Entwicklung und der Ausbau von eben dargestellten komparativen Konkurrenzvorteil. Ein komparativer Konkurrenzvorteil unterscheidet ein Unternehmen von den zur Verfügung stehenden Alternativen aus Kundensicht durch die sogenannte Netto-Nutzen-Differenz. Entsprechende Netto-Nutzen-Differenzen aus Kundensicht lassen sich aus den hier dargestellten Alternativen oder Ansätzen erzielen. Das sind sogenannte klassische Wettbewerbsvorteilsstrategien, die über die Phasen des Kundenbeziehungszyklus hinweg angewandt werden können. In diesem Zusammenhang unterscheiden wir einerseits über die sogenannte Werteorientierung, wobei Unternehmen hier die Möglichkeit haben, der Ausrichtung auf Qualität oder der Ausrichtung auf Kosten oder Preise. Im Rahmen der Qualitätsorientierung geht es in der Kundenakquisitionsphase darum, positive Mund-zu-Mund-Kommunikation auszunutzen, im Rahmen der Kundenbindung die qualitativen Mindestanforderungen für die Kundenbindung sicherzustellen und bei der Behebung von Leistungsmängeln und bei der Kundenrückgewinnung auf die Behebung von Leistungsmängeln zu zählen. Anders in der Kostenorientierung. In der Kostenorientierung wird im Rahmen der Kundenakquisition der Preis als zentrales Erstkaufentscheidungskriterium ins Spiel gebracht. Im Rahmen der Kundenbindung erfolgt die Bindung über ökonomische Wechselbarrieren und durch Kosten- und Preisreduktionen, was ähnlich in der Kundenrückgewinnung, wird die Wiedergewinnung durch monetäre Kompensation von Leistungsfehlern erzielt. Neben der Werteorientierung haben Unternehmen nun die Möglichkeit, sich vom Wettbewerb abzuheben über die Markierungsorientierung. Hier gilt es in der Kundenakquisitionsphase, die Marke als Kaufentscheidungskriterium einzuführen. Die Marke gilt zur Orientierung, zur Schaffung von Vertrauen und zur Wiedererkennung, aber insbesondere gilt sie als Ausdruck von Qualität. Im Rahmen der Kundenbindung erfolgt die Bindung über den Abbau sogenannter kognitiver Dissonanzen durch Markenmanagement und bei der Kundenrückgewinnung unterstützt die Marke die Kundenrückgewinnung durch Wiedererkennung und Erinnerungswert. Ein weiterer Differenzierungsansatz im Rahmen der Wettbewerbsvorteilsstrategien ist die Sortimentsorientierung. Die Kommunikation der Breite des Leistungsangebotes als Kaufentscheidungskriterium ist vor allem in der Kundenakquisition von Bedeutung. Im Rahmen der Kundenbindung bieten sich die Cross-Sellings-Potenziale bei hoher Angebotsbreite an und im Rahmen der Rückgewinnung entsteht eine Verhinderung der Abwanderung durch Ergänzung eines bestehenden Angebotes. Last but not least besteht die Innovationsorientierung. Im Rahmen
der Wettbewerbsvorteilsstrategien Innovation oder die Produktentwicklung und der Produktzyklus unterstützen alle Phasen des Beziehungszyklus.